Mal hier sehen. Mein Name ist Andreas Reuter, ich bin seit 7 Jahren hier im Unternehmen, habe das große Glück, Geschäftsführer zu sein. Bin, wie gesagt, vor 7 Jahren hierher gekommen, um dem Schäfer-Shop nach, und das kennen Sie alle, einer schwierigen Zeit ein neues Gesicht zu geben. Und ich habe gerade mit Herrn Grieger drüber gesprochen. Im nächsten Jahr werden wir ein neues Gesicht haben und das Gesicht wird ein neuer Auftritt, ein neuer Markenauftritt sein, ein neues Logo sein und so weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir vielleicht nächstes Jahr hier stehen und alle vielleicht auch neue Trikots anhaben. Können Sie bei uns kaufen? Nein. Gut, also ich freue mich wirklich, dass ich heute wieder hier stehen darf, dass ich Sie alle begrüßen kann und muss ehrlich sagen, ich bin auch immer ein bisschen stolz, auch wenn ich hier, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wenn ich nach Hause fahre und vor mir fährt jemand genauso schnell wie ich im Auto, auf dem Fahrrad und da steht Schäfer-Shop drauf, also schon echt cool. Und es gibt immer was, was uns alle auch zusammenschweißt. Und egal, ob wir beim Schäfer-Shop angestellt sind oder nicht, ob wir in dem Radrennsportteam sind oder eben hier arbeiten, wir alle tragen voller Stolz, ich hoffe voller Stolz, das Logo auf der Brust. Und wir sind stolz, euch zu haben und ich hoffe, ihr seid stolz ein bisschen darauf, uns als Sponsor zu haben. Das war ja schon eine epische Rede. Wow. Für so eine Art ist gelaufen, Dankeschön für eine tolle Fahrt. Sensationell, wirklich. Da hat man gespürt, dass man es erlebt. 21 Jahre die Verwendung, ich kenne diese Trikots auch nicht. Wahrscheinlich genauso lange irgendwann waren sie da. Und die sehe ich eigentlich bei jedem Rennen. Ich bin bei Körper 1 Rennen, ich bin bei deutschen Meisterschaften. Überall irgendwo sehe ich immer ein Schäfer-Shop-Trikot. Und ich freue mich, dass ich jetzt zum zweiten Mal eine Präsentation machen darf. Ich begrüße Herrn Reuter als Geschäftsführer. Marco Grieger, erster Vorsitzender, herzlich willkommen. Bürgermeister, Herr Geldsetzer, den finde ich schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Braun, hast du gerade gesagt? Herr Braun, soll ich? Julian Braun. Julian Braun, in welcher Funktion? Das weiß ich nicht. Der fährt im SKX-Team Sauerland, Sunderland, wie heißt er noch? Profi-Rennfahrer. Jetzt habe ich sonst hier gedacht, das wäre ja auch einer Verwaltung übernehmen. Profi-Rennfahrer Julian, herzlich willkommen. Hans Schramm als zweiter Vorsitzender, wo ist er, der Hans? Da ist er jawohl. Alle Pressevertreter, schön, dass ihr da seid. Gebt wieder Sonderseiten, glaube ich, die nächsten Tage von der Fahrerpresse. Ich würde hier nur Druck setzen, aber so zwei, drei Seiten werden es sicherlich wieder werden. Großes Bindestrich geschrieben, ja. Herr Mohr ist dazu gekommen von der Sparkasse Wester-Sieg. Herr Mohr, Dankeschön. Immer ganz groß als Partner bei der City-Nacht. Da waren Sie auch mit dabei, glaube ich. Da haben wir uns gesehen. Die große Geschäftsstelle ist ja direkt zu vis-à-vis vom Start und Ziel. Und der Holger, den möchte ich auch mal nennen, der fotografiert. Jetzt kannst du mir nicht kriegen. Der fotografiert ehrenamtlich das ganze Team, Radsport-Fan. Schön, dass du das immer machst und viele tolle Bilder für uns hier vorbereitest. Ganz besonderen Dank an den Michael Graben, der diese Fahrerpräsentation wieder vorbereitet. Das war so anstrengend, dass er jetzt erstmal 4 Wochen auf Mallorca aufhalten muss. Hat er gut gemacht im letzten Jahr, in diesem Jahr wieder. Ihr werdet das sehen. Markus, wir arbeiten das hier ganz locker ab. Ich begrüße alle Supporter, alle Radsportfans, toll, dass wir den Weg gefunden haben. Die einzige Fahrerin, ja, war im letzten Jahr anders. Franzis, komm doch mal zu mir. Das Bild ist schon mal sensationell. Weißt du, wer das aufgenommen hat? Das ist klasse, dass wir vorhin. Ich lese mal dir. Das auch. Das. Wer das aufgenommen? Kannst du dich an den Mann erinnern? Was, Holger? Dein Mann, dein Partner? Ich schön in der Kurve erwischt. Wo war das? Bei welchem Rennen? Hamburg. In Hamburg. Oh, schön. In Hamburg? Beim Wattenfasser Classic? Du machst einen Schreckrennen. Warst du in der Spitzengruppe oder in der Verfolgergruppe? Zeitfahren. Das war eine Einzelzeitfahrer. Spitzengruppe. Ganz klar. Fred, das einzige Fahrer ist schon ein bisschen schade, oder? Du hast einen anderen Namen geblieben. Ja, das möchte ich auch gerne mal wissen. Es ist schade, dass niemand mehr da ist. Aber für irgendwann kommt man dann wieder jemand dazu. Aber du lässt dich nicht runterkriegen. Du wirst dein Ende ist nicht abzusehen. Er fährt und fährt und fährt. Super. Ja, unsere einzigen geht es zum Jüngsten, den ich auch bei einigen Rennen schon gesehen habe. Auch so eine tolle Kurvenlage. Und sag mal, wenn ich das Fahrrad sehe, dann bin ich neidisch. Und er hat auch schon alles dran. Nico. Komm mal rüber, auch so ein tolles Foto. Könnt ihr das sehen? Oder ich bin wirklich. Kommt auch nicht, kommt zu mir. Mach mal Platz. Letztes Mal warst du neu, glaube ich, zum ersten Mal hier im Schäfer-Shop-Trikot. Seid ihr aus dem Reich Koblenz gekommen? Warst du mit deiner abgelaufenen Saison zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Du bist jetzt, du wolltest eben 15 sagen, als Herr Rottweg war. Du wolltest U, es ging doch nur die U15, du wolltest, glaube ich, die Klasse sagen, war das richtig? Ja, genau. Also du bist jetzt im jüngeren Jahrgang, also ab jetzt im jüngeren Jahrgang der U15-Kategorie, ist das richtig? Nee, jetzt bin ich in älteren gekommen. Cross Saison bist du bei mir eingestiegen, ab da lief die ältere Saison. Was hast du dir vor? Ja, kommen wir zu den Gestandenen, denn die Fahrern, also die Fotos, ich finde die sensationell. War das gerade Sascha, den wir da im Wald gesehen haben? Nein. Nee, ne? Bist du. Und, also das war einfach unsere Amateurrennfahrer. Ist das eingespielt oder ist das wirklich urweit aufgenommen? Wer hat das Foto gemacht? Das war im Stöffelpark. Wo war das hin? Im Stöffelpark oben, mein Nizza halt. Älteste. Das ist eine Heimatkunde, nicht so aufgepasst. Ich komme aus Bettbach. Ja, ist doch schön, am sieht man. Ja, schön ist es. Okay, unsere Amateurfahrer, Sascha, ja. Komm mal vorne, Jahrgang 71, das heißt Seniorenklasse 2, ja, mit, stimmt, einmal noch bei den Jungsenioren mitfahren. Genau, und dann schauen wir mal, wie es dann das Folgejahr aussieht in der Seniorenreihe. Ja, du kennst die großen Jedermann-Rennen, Frankfurt früher hieß das rund um den Henninger-Turm, immer bei vielen im Kopf, ähnlich wie PS, Kilowatt, manches Dresden nie, heißt seit ein paar Jahren Eschborn, Frankfurt. 100 Kilometer, da fahren 3.000, 4.000, 5.000 Leute mit. Ja. Und wo bist du da am Ende, wo bist du gelandet? Ja, irgendwo in der Krisenmasse, aber ich glaube erste Drittel oder so war das. Das ist immer gut, da muss man schon reinhalten, da ist man schon manchmal Gewinner. Ja, A, wenn man ankommt, B, wenn man sturzfrei zieht, ne? Das ist also gar nicht so leicht, mit einigen tausend Menschen durch den Taunus zu fahren. Nicht nur durch den Taunus, 71er Jahrgang, Sascha, heißt im nächsten Jahr sind dann Senioren 3, also 50 bis 60 Jahre. Dann zählst du zu den Jüngsten, das macht schon einen Unterschied aus. Ob er jetzt als 48-Jähriger, darf ich sagen, das Alter, der ist ja klar, 48-Jähriger, 49-Jähriger mit 40-Jährigen fahren muss, das merkt man dann schon. Aber nächstes Jahr kommt der große Angriff, da bin ich mir sicher. Wir haben also 80, auch schon Seniorenfahrer, das tut weh, ne? Sven. Warum sind die Seniorenfahrer jung? Unglaublich. Das ist verrückt, oder? Wie schnell das geht. Früher waren es immer alte Leute, ne? Und jetzt ist man selber in der Seniorenklasse dabei. Ist das ein Ziel, auch in der Seniorenfahrer, in der Seniorenklasse mitzumischen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man hat darauf hingelegt quasi, ne? Ja. Ja, ja. Auch noch ja, vom Alter. Es gibt Rennfahrer, die Rennfahrerinnen, die haben am 2. Januar Geburtstag. Dann sind die Jahrgang, keine Ahnung, 2006. Zwei Tage später wärst du 2007. Das macht natürlich in der Nachwuchsklasse eine Menge aus. Ob du jetzt im Januar oder Dezember Geburtstag hast, dann bist du ein Jahr jünger, ja älter. Ich sage dann immer, die Jungs, die im Dezember Geburtstag haben, shit, drei Tage jünger hätte ich noch U15 fahren können. Aber du bist ein Jahr früher Seniorenfahrer, ne? Nicht zu unterschätzen. Maurer. Das war letztes Jahr. Maurer und Zahntechniker. Das passt ja auch total gut zusammen. Was gibst du aktuell aus? Ich arbeite bei Thomas Machete. Also breite Palette, sportlicher Werdegang ist genauso breit. Wie spricht man das aus? Breintriathlon? Und der was sind das für Wettbewerbe? Grüne Triathlon ist der Club, wo ich vorher gewesen bin. In Norwegen. Ja. Ich habe 6 Jahre im Ausland gewohnt. Ja. Und ist auch ein bisschen der Trend, wirklich. Das normale Rundstreckenrennen, was ich so noch kenne, das ist auch schon Jahrzehnte her. Da gibt es gar nicht mehr so viele. Die City-Nacht ist auch schon speziell kurz und knackig. Ich habe das die letzten 10 Jahre miterlebt als Rennsprecher. Die Leute wollen sich unterhalten, die treffen sich an der Strecke. Da läuft das Radrennen. Ja, läuft auch noch. Am Ende guckt man zu. Ich finde das gut, muss ich sagen. Dass der Radsport nicht unbedingt das Einzige ist, sondern dass man wirklich Leute trifft, sich unterhält, Geschäftsverbindungen aufbaut, so ein bisschen wie beim Golfen. Das ist klasse und hat sich entwickelt. Viele andere Sportarten, Triathlon, aber auch so 24-Stunden-Wettbewerbe, die schießen die Pilze aus dem Boden, ist der Trend. Ich finde es gut, ich freue mich drauf. Jetzt sind wir bei Götz Schumacher. Das ist auch schon Senioren 3, Götz, ne? Senioren 3, hört sich doch, kann man sagen, ne? Hört sich gut an, finde ich auch, genau. Du bist auch noch nicht so lange aktiv, 2009, also du bist 53, 52. Mit 40 angefangen, Radsport, wie kommt man dazu? Beruflich muss man natürlich erstmal sehen, damit man alles auf die Spur kriegt.
Dann habe ich geraucht, dann wurde ich immer dicker. Und dann irgendwann habe ich die Bremse gezogen und habe gedacht, ich muss irgendwas machen. Und da war Radsport irgendwie so eine ganz gute Sache. Habe mit dem Mountainbiken angefangen, bin allerdings dann doch nicht so der mutige Fahrer bergunter. Und dann habe ich mich fürs Zeitfahren irgendwann, da ist keiner rechts und links, sei denn ich überhole einen oder einer mich. Und das ist irgendwie so meine Disziplin. Das ist irgendwie, man kann sitzen, ja? Das ist eine Sportart, bei der man sitzen kann, nicht so unterschätzen. Ach, natürlich aus Essen. Komm zu mir, Sascha. Sascha, Bergen spricht man so aus, ne? Ja. Bergen. Okay, Sascha, Bergen. Seit letzten Jahr bist du erst reingerutscht in den Verein. Also immer noch ganz neu praktisch, ganz frisch durch deine Lebensgefährte. Ja. Ja, du kommst ja in den Verein. War das auch immer Scherz an der Strecke? Ja, genau. Darf ich, oder? Darf ich? Wenn nicht, dann mach ich trotzdem. Nein. Nein, gut, dann mach ich trotzdem. Ist egal. Nee, darf ich, glaube ich, ist okay. Unter uns hört ja keiner. Hängt sie dich noch ab oder hast du das jetzt geschenkt? Mich ja. Dann lass uns das Thema wechseln. Oh, Time by im Juni, da müssen wir auch drüber sprechen. Das ist, ich habe eben gesagt, Fahrradweise, gesunde, tolle Sportart, solange man im Sattel sitzen bleibt. Wo hast du dich zerrissen? Elfringhauser Schweiz, Wuppertal, ne? Kennt man auch, Tour de France, wenn du auf dem Maskenspur zu, da sind super Rennfahrer, aber klar, wenn 10 Radfahrer nebeneinander fahren und die herfahren, die Straße gibt nur für Neufahrer Platz, dann fahren auch Profis schon auf die Nase. Kennt jeder, Markus, war mir so das letzte Mal gestürzt, kannst du dich erinnern? Ja, alles schon ein bisschen länger. Das ist gut, dann lass uns über die sportlichen Erfolge. Das 24-Stunden-Rennen, hast du das mit Kollegen von hier gemacht? Guck mal zu mir. Mit wem hast du in Ihrem Team gebildet? Fremdenverein. Ja. Dieses Jahr sind wir dann hier aus dem eigenen Schipton, machen ein Vierer-Team. Finde ich gut, kommt richtig immer um, damit man dir ins Auge schauen kann. Das ist schon spannend. Ich war bei der ersten Ausgabe am Nürburgring bei Sprecher und das war auch total überschaubar, war fast eine Familienveranstaltung. Inzwischen ist diese Sache am Nürburgring, das explodiert ja förmlich. 24 Stunden Straßenrennen, 24 Stunden Mountainbike-Rennen, jeder kann drin. Hast du Zahlen im Kopf, wenn 1000 Sportlerinnen und Sportler da zusammenkommen? Ja, ist einiges los. Also über 1000 mindestens. Wie fein, mein Gott, ich glaube, es geht richtig. Es ist komplett voll und letztes Jahr war es auch so, dass es halt sehr spektakulär war, weil es war halt mit allen Wetterbedingungen zu kämpfen, mit starkem Wind und es war am Schlitten Temperaturunterschiede von 15 Grad, kann man das sagen, als nachts kommt man dann gefroren, tagsüber war es zu warm, also das war schon. Ja, man fährt da hoch bis auf so über 600 Meter, glaube ich. Die Höhe ist da richtig hoch, die Höhe 80, ich glaube 750, glaube ich, also fast so hoch wie hier im Sauerland. Ist auf jeden Fall ein Highlight. Und jetzt ist der Marco. Mit dem Essen, ja, doch klar, der hat auch geschmackt. Das Foto sieht schon gut aus, aber der Marco sieht noch besser aus. Marco, auch noch nicht so lange im Fahrrad. Nee, der bleibt schön vor mir stehen, ja, also nicht hier bestehen. Marco, 2016 aktiv erst. Warum so lange gewartet? Du bist doch schon mindestens 25. Also Fahrrad gefahren bin ich eigentlich schon immer sehr gerne. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, in den Verein einzutreten und habe Spaß am Rennen gefunden und freue mich jetzt schon darauf, 2020 auch in der Jedermann-Klasse wieder teilnehmen zu können. Hast du da? Also doch, ist noch eingepflegt. Nee. Ist nicht eingepflegt worden. Ja, kommt dir sehr passt. Erfolge 2019, du warst auch bei Rad am Ring, das ist schon eine Lieblingsveranstaltung. Dies Jahr macht er ein Team sogar oder kriegt er zwei Teams zusammen? Oh. Schäferschaft-Team. Ein Vierer-Team, die Besten sind da drin. 24 Stunden im 3-4 Schnitt, so 600-700 Kilometer sind da drin. Auf jeden Fall. Gibt's da, bespricht man das, so eine Marschrichtung? Was haben wir vor? Man muss ja nicht jede Runde wechseln. Ich denke aber, wenn es gut läuft, sollte man das machen. Jeder fährt dann eine 22, 23 Kilometer. Wie lange ist eine Runde? 26 noch mal. Okay, komplett Höhenmeter. Immer mehr Autoverkehr, immer mehr Verkehrsinseln, wenn alles auf den Autofahrer zugeschnitten ist, geht nicht mehr anders. Da sterben die Radrennen aus und ich freue mich, dass ihr dieser Zulauf habt. Also, ich scheint ja alles richtig zu machen. Christoph, wir kennen uns auch schon viele Jahre. Du hast jetzt familientechnisch
Radsport nicht etwas rausgenommen ist. Darf ich das ausdrücken, ein bisschen kompliziert? Ja, das stimmt so, ich sorge für den Nachwuchs. Du sorgst für den Nachwuchs im eigenen Hause. Das ist auch wirklich. Kriegst einen Sonderapplaus. Wir haben 4 oder 5 Kinder. Er fliegt zu zwei. Und ganz junge, ganz frische quasi. 7 Monate und der andere mit jetzt 3. Läuft. Also auch da der Nachwuchs. Sind Sie schon im Verein? Ich glaube schon. Manchmal ist er. Familien. Familien, Familien. Also das ist immer günstiger. Schatz, je mehr Kinder wir haben, so günstiger wird es quasi, ne? Familienbeitrag, wunderbar. Also deine sportlichen Erfolge, du hattest sie gehabt, du hast eine tolle Zeit gehabt, du warst Jahre in der höchsten deutschen Amateurklasse unterwegs, du bist ein toller Crossfahrer gewesen, Top 10 bei deutschen Meisterschaften. Du bist immer dabei, das Spaß am Radfahren, der hat nicht gesehen. Nein, ich bin froh, dass ich wieder fahren kann nach meiner Gesundheitsgeschichte und habe mir letztes Jahr höhere Ziele gesteckt, als ich dann erreichen konnte aufgrund auch des Nachwuchses und Probleme in der Schwangerschaft. Bin froh, dass jetzt der Nachwuchs da ist und natürlich verändert sich alles. Ich finde toll, dass der Verein Nachwuchs aus allen Richtungen bekommt, junge, alte, und bin einfach froh, dass ich Fahrrad fahren kann und dass ich das im RSC machen kann. Unsere Fahrer der Lizenz-Amateurklasse, da sind ja gespannt, wer jetzt hier zu mir kommt. Jan-Peter Will. Erstmal. Jan-Peter, herzlich willkommen. Da kommt er hinterher. Also. Ich weiß aber warum. Jutschip W und S. Neu auf meiner Rennhose. Ein schicker, eleganter, roter Balken. Da hast du doch mit zu tun. Genau. Ich bin jetzt seit einem Jahr selbstständig und leite ein Unternehmen in der Blechverarbeitung. Und habe mich auch ein bisschen am Sponsor beteiligt. Sensationell. Wenn man selber seinen Sport betreibt, noch Partner ranbringt, ruckzuck hier 100.000 Euro, stehen wir mit einer Hose drauf und läuft. Genau. Also, jetzt hier kannst du mich. Weil du nicht aus Komma sitzt, aber so in etwa. Du bist auch, du warst, hast 12 Wettbewerbe und dein Highlight, ich sehe es, Frankfurt, Eschborn, also das frühere Henninger-Turm, das scheint viele anzuziehen. Welche Distanz bist du da gefahren? Es gibt verschiedene, man kann 60, 100 oder 20 fahren. Welche Kategorien war es dabei? 120. 120, und die geht richtig über den Feldberg drüber. Ne? Ja, Feldberg und nachher auch den Namen aus einer Stich. Also komplett. Der Beileid hatte ich mit Pape. Hammer. Ja. Till Escht. Das ist leider nicht da. Wollte ich ja sagen. Ein, zwei Namen. Sieht gut aus, der Till. Ist von Aachen zu nach Betzdorf gewechselt, wohnt in Düsseldorf. Warum fährt er für Betzdorf? Ist der beste Verein? Ja. Seine Eltern wohnen in der Nähe von Altenkirchen. Also wenn das auch, wenn ich sowieso meine Eltern. Er ist nach Düsseldorf gezogen, damit ich mit ihm trainieren kann. Mein Essen ist dann. Ist doch noch gekommen, ja? Eben. Fototermin leider nicht, Jeremias. Jeremias, herzlich willkommen. Du hast eben beruflich, hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert. Ja, ich war bei den Brüdern, ich arbeite bei den Schäferwerken und da war noch ein bisschen was zu tun auf der Arbeit. Auch nicht schlecht, ja, muss auch sein, ganz klar. Ne? Du hast gesagt, der kann nicht kommen, Jeremias, der muss erst noch alles wegarbeiten. Wunderbar. Jetzt bist du hier seit 2008 aktiv, also 98, mit 10 hast du angefangen, du bist also ganz gut eingestiegen. Das ist dann die U11 gewesen. Bist du mit Mountainbike angefangen und direkt im Straßenradsport? Ich habe direkt mit dem Rennrad angefangen. Ich glaube, U11 bin ich nie gefahren. Jetzt, wo du es sagst, klingt es doch schon ziemlich lange. Aber ich habe direkt so ein altes Stahlrennrad bekommen und bin damit die Berge hochgerast. Mountainbike war nicht so mein Ding. Also, Jeremias, ich habe das beim letzten auch schon gefragt. Eine ideale Figur für den Bergfahrer. Ja, recht groß, super Gewicht. Ich glaube, mit Fahrrad 48 Kilo oder so circa. Was ist dein Spezial? Du machst bei einigen Bundesliga-Rennen, die schwer sind, richtig weit vorne. Und gleich aufzufahren, das ist dein Ding, ne? Ja, also gerade früher, oder jetzt vor 2 Jahren, war ich natürlich vom Gewicht noch ein bisschen besser als jetzt. Das heißt? Da lag ich so bei 71, 72 Kilo. Also 78, sagen wir mal. Da geht auch. Bastian Zieber nicht da. Doch. Nee, ist auch gekommen? Bastian? Nee. Unentschuldigt. Okay, machen wir ein Kreuz dran, ne? Dann merken wir uns. Die nächste Runde geht auf Bastian. Und dann können wir heute Abend schon auf Bastian trinken, vielleicht, ne? Weiß auch noch nicht. Das ist schön gewesen. Unser Fahrer der Mastersklasse, der Senioren, Mastersklasse, hört sich so ein bisschen eleganter an. Da sind die jungen Menschen ab 40, da sind richtig sportlich, die haben, du warst eben der Sven, der sagte, ich habe alles getrunken, ich habe beruflich, familiär,
Jetzt fange ich an, mit 40 Jahren durchzustarten, sportlich. Und das merkt man dann manchmal wirklich an den Leistungen. Michael Eckert, der sehen wir in der Klasse ab 40. Da war im letzten Jahr sogar ab der Klasse ab 60 Jahre. Man sieht es nicht, aber es ist so, wir müssen es einfach sagen, ja, wenn man ehrlich bleibt. Du hast ja ganz viel vorgenommen, aber hast auch relativ schnell gesagt, ui, selbst die Kollegen 60 plus, die haben richtig Gas auf der Kette. So ist es. Da wird es schnell gefahren und da gibt es Leute, die 25 bis 30.000 Kilometer im Jahr trainieren. Ich meine nicht im Auto, die fahren weiter. Und die schon in Pension sind und die können dann richtig zulangen und ich mache noch einen Job, einen Fulltime-Job und habe dann eben nicht so viel Zeit, komme mit 28.000 Kilometern im Jahr dahin und dementsprechend weniger Tempo her, da habe ich dann. Aber ich habe das eine oder andere Rennen schön mitfahren können, habe dann auch mich teilweise da platzieren können, sodass es insgesamt bei knapp 30 Rennen eine schöne, runde Sache war, auf die ich dann, letztes Jahr war ich nach 35 Jahren erst wieder eingestiegen, sodass ich dann in diesem Jahr gucke, dass ich auf das und auch mein Wintertraining jetzt in diesem Jahr dann aufbauen möchte und dann vielleicht einige mehr Rennen in der, sagen wir mal, in der einstelligen Platzierung fahren möchte. Ich habe dich im Auge. Als ich Amateurrennfahrer war, 20, 25, da waren die Senioren, damals fing die Seniorenklasse noch ab 35 an, hat es mal gegeben, ab 35. Was für alte Säcke. Fürchterlich, dass die noch das Fahrrad fahren. Und wenn du die heute siehst, die 40, auch die 5, ab 50 plus, das ist die Senioren 3, das ist die inzwischen die am stärksten besetzte Rennklasse. Von der Masse her, da sind so fitte, sportliche Burschen bei. Ich habe da einen riesen Respekt vor, dass man das noch bringen kann. Ich muss ja nicht sprechen, ich kann ja nicht trainieren. Also wirklich irre, was da Leistung gebracht wird. Mario Scheele, ich glaube, du kannst das bestätigen. Also egal auf dem Mountainbike oder auf dem Straßenrad, ab 40, da brennt echt die Luft. Ja, so sieht's aus. Also für Trainieren sind immer mehr schneller. Kannst du machen, was du willst. Ne? Ja, weil es gibt auch halt in den Altersklassen Fahrer, die sehr viel trainieren. Ja. Die bringen halt dann auch eben entsprechend die Leistung. Und als, wenn man das als Hobby betreibt, dann muss man halt wirklich sehen, dass man dranbleibt. So, du hast mal bitte. Nico, ja. Papa von Luis. Nico, ja, ich habe dich, glaube ich, beim Seban Meath Day gesehen. Kannst du sagen, da bist du deutscher Meister geworden. Ja, vor zwei Jahren. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich keine Meisterschaften der Finanzdienstleister gegeben. Nein, gab es nicht nächstes Jahr. Und im letzten Jahr, Mann, ich war auch deine Frau mit dabei. Ist das richtig in Erinnerung? Ja, aber die waren eher teurer von uns in diesem Jahr und ja, einfach zu wenig Zeit gehabt. Ne? So wenig Zeit. Hast du deinen Sohn noch im Griff oder wird dein Sohn knapp, könnte ich mir vorstellen, mit 13, 14, jemand kennt das? Nee, das geht noch. Das geht auch, das ist gut. Ne? Wenn er anfänglich abzuhängen, ja? Taschengeld kürzen hilft immer. Radikal. Sagen, überfordert dein Papa nicht, ne? Dann ist es ja. Okay, Frank Stühle, den durfte ich heute direkt begrüßen, als ich auf dem Fahrrad gefahren bin. Der stand neben mir, ich saß, du hattest eine anstrengende Autofahrt hinter dir, hat man gesehen, das kann anstrengender sein, als Rennen zu fahren. Das stimmt, ja. Ich kam aus Mainz heute, normalerweise anderthalb Stunden, aber heute durch den Verkehr, freitagsnachmittags, habe ich fast zwei Tage gefahren. Also eine Stunde länger wie normal. Und dann ist man noch unter Dampf. Man will schneller, geht nicht, ist frustrierend, aber so ist es immer. Also Ruhe bewahren, kein Risiko eingehen. Du bist rechtzeitig angekommen, alles gut. Ja, du hast in der Juniorenklasse angefangen, dann gab es eine längere Pause, hast verschiedene Vereine ausprobiert und du bist in den letzten Jahren extrem erfolgreich auf der Straße unterwegs. Du hast richtig Bock auf Rennen, das sehe ich überall. Du bist ein ganz aktiver Fahrer, du greifst an, du attackierst, du warst nicht auf den Spurt. Zählst jetzt auch langsam schon zu den Lebensälteren in der Senioren 2. Das merkt man von Jahr zu Jahr. Es geht. Also ich muss sagen, seitdem ich bei den Senioren bin, vor 6-7 Jahren, ist es von Jahr zu Jahr besser geworden. So ein guter Wein quasi. Wie Wein, ne? Ich mach's mal. Was erwarten wir jetzt doch? Uwe Heinz. Kommen wir zu dir. Das Foto schon über 1:1. Waren die letzten 30 Jahre unverändert. Auch hier, aus dem Saarland. Aus dem Saarland. Schön, nach Homburg, zwei Brücken und Fahrermaterialwagen bei den Juniorenwelt, das ist ja auch eine tolle Auszeichnung. Das ist eine Dreitagesveranstaltung, ist ein Weltcuprennen praktisch für Junioren. Und das ist ja auch mal spannend, so ein Radrennen aus einer ganz anderen Perspektive, aus dem Fahrer von dem Materialwagen zu sehen.
Ja, genau so ist es. Also, die meisten Fahrer, die da Material waren oder andere Fahrzeuge fahren, sind halt ehemalige Rennfahrer, weil die halt einfach weiß, wie der Radfahrer reagiert auf dem Rad. Und ich habe 99 aufgehört im Radsport. Nachdem mein bester Kumpel tödlich vorgegangen ist beim Training, habe ich gedacht, es gibt noch was anderes im Leben wie Radfahren. Und ja, habe jetzt wieder so ein bisschen die Lust bekommen und seit Ende dieses Jahres, Ende letzten Jahres angefangen, wieder ein bisschen Sport zu machen und ein paar Kilos noch zu verlieren und ja. Wunderbar, nicht, aber ist gutes Einstiegsmittel. Unser Spezialist im Kampf gegen die Uhr ist leider gerade nicht da, der ist auch nur 4 Wochen auf Mallorca da angekehrt. Oh. Tut mir so leid, genau, aber er hat das ja alles vorbei. Könnt ihr auch mal klatschen, das bringe ich da an. Ich bin live zuschalten. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert, ich sage, das ist ja unverschämt. Ne? Wir haben unter 20 Grad jetzt im Moment, Wahnsinn. Und nur trocken, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Und tolle Straßen, aber sonst ist es da echt nicht schön. Hat er sich verdient, hat sich wieder toll vorbereitet. Und das ist der Zeitfahrspezialist, der hat gerade ein Foto gesehen. Das ist auch der, sitzt ganz auf dem Fahrrad drauf, schaut euch mal die Beine an. Der ist Jahrgang 67, glaube ich, also 52, 53, und das ist ein Originalbild. Der ist nicht Photoshop-mäßig bearbeitet, ausnahmsweise, wie bei den anderen. Nein, natürlich nicht. Der ist gut, der junge Mann, und wenn er 4 Wochen auf Mallorca war, ist er nicht mehr zu heilen. Danke, Michael Graf. Ja, das ist ein schönes Foto. Das müsste. Nee, das ist bei der letzten City-Nacht entstanden. Weißt du, was entstanden ist? Oder. Christian Noll muss das auch sein, ne? Arbeiter? Ein Arbeiter? Nee, das ist nicht Arbeiter. Könnte Big Bear sein. Big Bear, genau. Big Bear, lange Ziel gerade. Big Bear ist das, ne? Hinten an den LKW erkannt. Würde ich auch später gewesen. Ist aber nicht hier, leider. Trainingslager in Girona. Im Trainingslager ist Spanien, ne? Südspanien? Girona. Hat er sich verdient. Hat vor 2 Jahren die Wetzlarer City-Nacht gewonnen, also ein dreiköpfiges Spitzen. Ja, ist heute vor Leon Echtermann, ne? Genau, der ist auch Profi inzwischen. Bin gespannt, was er dieses Jahr leistet, ist wieder im Trainingslager unterwegs. Der hat in einem anderen Team, das ist ja im Radsport so, da bist du im Verein, vereinsübergreifend. Kannst du dann aber in einem anderen Team fahren, das ist manchmal ein bisschen kompliziert. In der Fußball ging das mal schwer. Vielleicht bist du im Wettstock im Verein, spielst du Bayern München. Also, im Radsport geht's. Ich werde für ein neues Team, die Colonia Kids, was ich dann in den nächsten Wochen sicher verfolgen kann. Christian Noll, auf jeden Fall jeden Wettstocker Junge, den zu beachten geht. Julius. Julius, auch so eine ideale Rennfahrerfigur. Seit in diesem Jahr zur dritten Elite-Jahr, ne? Ich jetzt richtig, ist das richtig? U23. Ja, im dritten Jahr in der Männer-Elite-Klasse, U23. Die ersten beiden Jahre, wie war der Sprung von der Junioren? Wie lange braucht man da, wenn man von der Kategorie 16 bis 18 auch mal bei den Männern mitfährt? Was ist das für ein Sprung? Was ist das für ein Satz? In der U19 werden ja schon die ein oder anderen Rennen zusammen mit Senioren oder sowas gefahren, aber von der Distanz ist es dann ähnlich. Aber geht noch. Ja, hat funktioniert. Ja, erste Jahr ist dann nochmal eine Nummer, aber im zweiten Jahr. Die Crossrennen, die hier auf der Liste sind, 3. in Darmstadt, 11. in Pula, ist das so, sind das so Vorbereitungen für die Straßen? Du bist ein Astrainer Straßenfahrer. Ist das so einfach, um einen Wettkampf herzukriegen, oder hast du auch einfach Spaß, willst du auch ein erfolgreich sein oder werden? Ja, beides ein bisschen. Weil man versucht, die Form aus dem Vorjahr ein bisschen mitzunehmen, macht mir aber auf jeden Fall auch Spaß, die Crossrennen. Da ist es, tolles Bild, ist das von Michael rübergeschickt? Ja. Das Jeremias beide? Genau, die waren neulich noch. Till, glaube ich, und Julius? Ihr wart, habt den Michael für ein paar Tage besucht. Schönes Wetter gehabt, wie man sieht. Ich glaube, dahinter ist das Haus, die Wohnung vom. Kann das sein, dass er in der Nähe wohnt? Ja. Nein, so wird es mir beschrieben, hat er so kurz vor der Hauptstadt erzählt, müsste das fast zu dem Haus rein, wo der Michael kam. Noch 3 Wochen weil ich nicht, dass ich neidisch bin. So, nein. Also ich verdiene, alles gut. Wie lange war er da? Eine Woche. 2000 Kilometer. Alle zusammen, meine ich jetzt.
Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Markus, der hat eher das letzte Wort, glaube ich. Ist so, erster Vorsitzender. Mein Name ist Henning Tommy. Dankeschön. Wir sehen uns bei der City. Ja. Ja, vielen Dank, Henning, für die Moderation. Vielen Dank für Herrn Reuter, dass wir zu Hause im Hause Schäfer-Shop die Präsentation machen konnten. Und natürlich, dass er unserem Sponsoring nach wie vor nach 21 Jahren immer noch treu ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man treu ist. Und das braucht man auch als in so einem Sport, wo es auch um viel Geld geht. Das ist ein teures Hobby. Aber ich denke mal, die Leute, die bei uns hier Rennen fahren, die machen es mit vollem Herzen, sonst kann man es gar nicht machen. Ich danke auch dem Bürgermeister, dass er die Zeit gefunden hat, sich das mal anzusehen. Dem Herrn Peter Mohr danken wir auch, dass er da war. Da ist auch schon für die City Night das Sponsoring so gut wie in trockenen Tüchern. Da haben wir schon alle möglichen Wege eingeleitet, dass wir im Juli eine tolle Veranstaltung machen können. Ich hoffe natürlich, dass wir ein möglichst sturzfreie Saison für unsere Fahrer bekommen, dass keiner stürzt im Training oder bei einem Rennkampf, wo natürlich tolle Erfolge eingefahren werden. Und sei es beim 24-Stunden-Rennen, Mountainbike-Rennen, man sieht hier, der Radsport hat viele Facetten. Und es macht auch Spaß. Die unterschiedlichen Rennen haben auch ganz andere Charaktere. Es ist also immer wieder was anderes und wir hoffen, dass wir auch viel davon lesen können in den üblichen Medien und Seiten, wo unsere Rennberichte erscheinen. Zum Schluss möchten wir noch ein kleines Präsent überreichen. Wir haben zwar mitbekommen, dass demnächst ein neuer Werbeaufdruck, also ein Werbe, also das Logo der Firma Schäfer-Shop neu designt wird, aber wir haben ein aktuelles Trikot, was wir Herrn Reuter überreichen möchten, wo fast alle Unterschriften drauf sind. Was von allen Rennfahrern passt natürlich nicht, also eher dekorative Zwecke. Freut uns und auch die Firma Schäfer-Shop hat sich keine Kosten und Mühen scheuen lassen und ein kleines Buffet hier aufgebaut. Wer jetzt auch noch was essen und trinken möchte, kann das gerne tun. Freut mich, dass so viele da gewesen sind und wir sehen uns bestimmt mit dem anderen oder anderen Sportevent in diesem Jahr und dann noch einen schönen Abend. Tschüss.